Ich stehe hier oben auf dem Igman, blicke auf mein geliebtes Land. Unten im Tal meine verletzte Stadt, Sarajevo. So friedlich liegt sie da, wie eine weiche Gemahlin, die ich hoffnungsfroh in ihrem Bett erwartet. Schwarzkiefern schmiegen sich an felsig steile Hänge. Die Sonne küsst die Wipfel der Wälder, bevor sie sich in einstweiligen Ruhestand begibt. Die Miljatka schlängelt verträumt dem Morgenland entgegen. Doch in den immer länger werdenden abendlichen Schatten lauern die Monster der Vergangenheit. Sie strecken ihre Fratzen und erwachen. Schönheit verrottet und die Illusion einer friedlichen Zukunft zerfällt wie ein morscher Baumstumpf, aus dem man aus Unachtsamkeit tritt. Aden, lass gut sein, so kannst du nicht anfangen. Sag irgendwas Fröhliches, schlimm wird's noch früh genug. So, du Klugscheißer, fang du doch an, wenn du weißt, wie es geht. Naja, gut. Also ich für meinen Teil mochte die Belagerung. Timor! Okay, nichts zu fressen, kein Strom, die ewigen Angriffe, das war schon abartig. Aber dafür konnte man praktisch jederzeit Sex haben. Alle Weiber waren wahnsinnig anhänglich und es ging immer ums Ganze. Weil, na klar, weil es ja jeden Moment vorbei sein konnte. Einmal hatte ich so eine herbe Kroatin am Start, die war so zwei Köpfe größer als ich. Geschichtslehrerin. Ich sag euch, da hätte ich gelernt, wenn ich die im Unterricht gehabt hätte. Jedenfalls, da unsere Wohnung immer voll von allen möglichen Verwandten war, trieben wir es oft irgendwo draußen. Und an dem einen speziellen Abend in einem abgefragten Auto. Und wie wir gerade auf den Höhepunkt zusteuern, schlägt direkt neben uns eine Granate ein, schiebt das Auto meterweit an ein Haus und ich... Ich nagle sie buchstäblich an die Wand! Wir kommen beide gleichzeitig in einem Wahnsinn aus Ekstase und Todesangst. Das Problem war, danach konnte irgendwie nichts mehr kommen. War einfach der ultimative Kick. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Das Irre ist, dass ich dir die Geschichte sogar glaube. Ich weiß selbst nicht warum. Ja, glaubst du, sowas kann man erfinden? Warum seid ihr gekommen? Was wollt ihr wissen? Die ganzen hässlichen Details? Seid ihr gekommen, um euch etwas über einen scheiß Krieg anzuschauen, der fast ein Vierteljahrhundert vorbei ist? Ein bisschen gruseln. Wie konnte das passieren? Mitten in Europa. Was für eine Barbarei. Aber diese Jugos, die waren immer schon ein bisschen gewalttätig. Weiß man ja. Weiß man ja. Die wurden damals alle zu Supersprintern, Zickzacklauf-Virtuosen, zu todesmutigen Häuserschluchtentänzern. Karl Lewis war nichts gegen mich. Yes. Ja, ich hätte nach dem Krieg professionelle Läuferin werden können. Wir wurden also immer fitter und sportlicher, während die Serben, die in ihren Stellungen lagen und fraßen und soffen, immer fetter und träger wurden. Die Belagerung war so etwas wie ein einziges großes Trainingscamp. Survival of the fittest! Dank dir, großer Karadzic! Dank dir, großer Karadzic! Die Belagerung ließ alle Unterschiede verschwimmen. Wir waren jetzt nicht mehr Bosniaken, Serben, Juden, Kroaten, sondern einfach Sarajevo. Die Menschen von Sarajevo. Ja, dank dir, großer Karadzic. Dank dir, großer Karadzic. Ich weiß noch genau, wie es losging. Es war wie Gewitter. Nur, dass der Himmel ohne Wolken war. Unwirklich. Aufregend. Nicht zu verstehen. Mit staunenden Augen blickten wir den Frühlingshimmel, sahen die dunklen Linien, die die Granaten ins Blau malten, bis sie irgendwo am Boden in Feuer aufgingen. Minutenlang wohnten wir diesem bizarren Schauspiel bei, bis die ersten aufschreckten, schrien und uns in die Keller trieben. Des Teufels General, der Mladic, der sagte, bombardiert sie an den Rand des Wahnsinns. Ja, und das taten sie. Sie bombten uns den klaren Verstand aus den Köpfen. Irgendwann wusste man nicht mehr, welches Datum oder gar welcher Tag der Woche war. Unsere Hirne schrumpften. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwann wurde jeder halb verrückt. Ja.
just a jump to the left. And let me roll on the floor. Put your hands on your head. And check if it's too late. By the constant morning, starts to drive me insane. Let's do the shell shock again. Attention. Well secluded. I see you all. Who with a bit of a mind flip? You bury the time slip. Nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like I'm under sedation. Let's do the shell shock again. Let's do the shell shock again. Seit dem Krieg habe ich so einen Tick. Ich hebe alles auf, was vor mir auf der Straße liegt. Ein Stück Gummi, ein Stein, Bonbonpapiere, Glasscherben. Ich kann nicht daran vorbeigehen. Erst zu Hause leere ich meine oft prall gefüllten Hosentaschen und sortiere, was ich brauchen kann, in Holzkisten, die ich präzise beschrifte. Du hebst Scherben auf. Und Kippen. Man glaubt gar nicht, wie viel ausgedrückter Tabak noch in Kippen steckt. Ganz schön irre. Ja, manchmal bin ich gern. Die Tage waren Martyrien, aber in den Nächten feierten wir das Überleben. Wir hatten einfach unseren Spaß. Nächtliche Spaziergänge. Wir lernten uns blind in der Stadt zu bewegen, was am Tag lebensgefährlich war. Ich habe mir wie eine Stromgabel im Fernsehen Kochsendungen angeschaut und mir dann vorgestellt, dass ich das ganze Zeug selber esse. Diese eine Zigarette, die jederzeit die letzte sein konnte, schmeckte besser als im Frieden. Manchmal rauchten wir eine Schachtel am Stück, weil wir ja nicht wussten, ob wir die nächsten Tage überhaupt erleben würden. Und ohne Strom haben wir hier den schönsten Sternenhimmel auf der ganzen Welt. Dank dir, großer Karadzic. Dank dir, großer Karadzic. An einem Tag im Mai, einem milden Frühlingstag, stand eine Gruppe von Menschen an der Wasemyskiner Straße in einer Schlange, um Brot zu kaufen. In kurzem Abstand schlugen mehrere Mörsergranaten ein, töteten 22 und verletzten viele mehr. Ich habe einen Laden gegenüber. Ich sah Menschen am Boden liegen, die Glieder zerfetzt, das Gehirn voll heraus. People were lying all over the place. I saw a man with his stomach open. I saw a young guy without both legs. Toči krivite ko preko dotvara. To je dolazi lod ljudi. Oh, Bože. Die Sniper schossen auf uns, während wir die Toten wagen. Sie sind wie Bestien. Sie schossen auf Kroaten, Moslems, auf Serben, auf ihre eigenen Leute. An den folgenden 22 Tagen spielte der Cellist Vedran Smailovic auf verschiedenen Plätzen der Stadt zum Gedenken an die Getöteten, immer im Visier der serbischen Sniper. Niemand wagte es, auf ihn zu schießen. Thank you.
es waren goldene Zeiten. Zur Ernte luden die Hallihautics immer Freunde und Verwandtschaft ein. Um die enormen Mengen an gelbwangigen, prallen Äpfeln zu pflücken. Die meine Arme fast auf den Boden zwangen. Ob jung, ob alt, alle fassten mit an. Die zierliche Miliza wetteiferte mit den Jungs, wer am höchsten klettern könnte. Und schaffte es dank ihrer Zartheit bis in die obersten Wipfel. Auf Zweigen, die nur sie noch trugen. Auch gutwillig trugen, weil ich ihr den Sieg jederzeit gönnte. Von dort streckte sie sich nach den nahezu unmöglich zu erobernden Früchten, zwackte sie ab und warf sie passgenau ihrem Bruder Tarek zu. Hä? Der sie lässig fing, kurz in seiner Hand wog und schließlich preisgab. Die Alten saßen in meinem Schatten und sortierten fachkundig die Früchte nach ihrem Verwendungszweck. Die einen zu höchsten Ehren zum Verspeisen gedacht, die anderen zur Verarbeitung als Kompott oder Kuchen. Die dritten schließlich, aus denen man noch einen kräftigen Rakia brennen konnte. Neben den ganz und gar holzigen, vergammelten, die sofort auf den Kompost wanderten. Sortiert landeten die Auserwählten in Holzkisten, die zum jeweiligen Gebrauch gekennzeichnet wurden. Wenn dann der letzte Apfel seinen Bestimmungsort gefunden hatte, fanden sich alle an der großen Tafel ein, die flugs neben meinem Stamm aus langen Brettern und aufgestellten Kisten errichtet wurde. Die Mamas kamen mit großen Platten von geschmortem Fleisch und Gemüse aus der Küche geschwirrt. Man nahm Platz und aß. Trank, lachte und sang bis tief in die Nacht. Bogdan lehnt sich an den Rand der aus Lehm geformten Brüstung der Stellung. Es ist eines der vordersten Nester der Belagerer. Man meint, die Häuserblocks greifen zu können, die als Ausläufer der Stadt den Hängen entgegenwachsen. Endlich hat mir Duschan seinen M76 in die Hand gedrückt. Ich habe ihn wochenlang danach gelöchert. Ist ein Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss eingerichtet für Einzelfeuer. Die Munition wird aus einem 10-schüssigen Kastenmagazin zugeführt. Der Lauf ist nahezu baugleich mit dem des sowjetischen Dragunov-Scharfschützengewehrs, allerdings ist der Mündungsfeuerdämpfer sehr lang. Bogdan ist kein Scharfschütze, aber er hat ein paar Rechnungen offen. Zu Schulzeiten hatten wir ihn alle ziemlich rangenommen. Ins Bier gepinkelt. Seine Hosen mit Schokolade geschmiert. Kopf über den Fluss gehängt. Seine Eier unter Strom gesetzt. Die üblichen Sachen halt. Es ist ein wolkig warmer Tag, Anfang Oktober. Bogdan visiert mit dem Präzisionsgewehr die Zickerstraße an. Er sieht verdunkelte Scheiben und vereinzelt Menschen, die hektisch wie kleine Tierchen von Deckung zu Deckung huschen. An einer Straßenecke lehnt ein alter Mann. Wähnt sich im Schutz der Hauswand. Bogdan legt an, zielt und da unten zerplatzt der Brustkorb des Alten. Volltreffer! Jetzt nimmt er das Haus Nummer 135 ins Visier. Dort wohnen einige seiner alten Schulkameraden, unter anderem auch ich. Ich hatte Bogdan wegen seines schiefen Gebisses immer Grizzly genannt. Ja. Jetzt sieht er mich, leere Kanister umgehängt, wie ich aus dem Haus trete, mich umschaue, zügig die Straße überquere, auf dem Weg zur Brauerei Wasser holen. Er legt an, zielt. Als sich Bogdan auf die Brüstung aus Sandsäcken stützt, löst sich der durch die Hitze der vergangenen Woche spröde gewordene Lehm darunter und bröckelt unter ihm weg. Die Säcke geraten ins Rutschen, Bogdan verliert sein Gleichgewicht, kann sich nicht mehr halten und kippt mit einem saloppen über den Rand des Abhangs. Die dürren und dornigen Büsche können sein Fall nicht stoppen, höchstens verlangsamen. Und so purzelt er winselnd und quietschend mehrere hundert Meter in die Tiefe. Vergeblich greifen seine Hände nach Büschen, Steinen und Wurzeln. Vergeblich stemmen sich seine Beine dem Abgrund entgegen. Nach einem schier endlosen Sturz beendet ein Baumstumpf den Bogdan mit seinen weichen Teilen begrüßt, abrupt die Reise. Mit einer Verzögerung von 5 Sekunden landet das M76 mit dem Kolben voran auf seinem Schädel, der etwas knackt, aber vorerst noch hält. Zu gelangen, muss er einige hundert Meter östlich laufen, mitten durch feines Land. Sein Eintreffen war allerdings nicht ganz unbemerkt geblieben.
dreckiger Sniper kommt uns besuchen. Schön, dass du vorbeischaust. Wir werden dich hier bevorzugt behandeln. Es wird mir eine Freude sein, dich so langsam und schmerzhaft wie möglich zu deinem Urahn zu Nein, befördern. Nein, bitte, ihr versteht das falsch. Ich bin geflohen. Ich bin desertiert. Der einzige Weg war den Abhang runter. Ich habe so getan, als verliere ich das Gleichgewicht und habe mich runterrollen lassen. Ja. Ich bin auf eurer Seite. Ach, komm, der verarscht uns doch. Knall ihn ab und dann weg hier. Wo einer ist immer noch mehr. Bitte, ihr macht den schrecklichen Fehler. Das ist nicht mein Gewehr. Schau, was auf den Lauf ist. Da steht Duschschrank. Ich bin Bock. Ich habe Bock. Auf mit dem Scheiß, los. Was ist der Plan? Wo sind deine Kameraden? Spuck's aus, du. Nein, es ist keiner hier außer mir. Ich bin ein Freund. Mein Vater ist ein hohes Tier in der Armee. Die haben mich gezwungen zu kämpfen. Ich konnte nicht anders. Ich habe immer daneben geschossen. Oh, jetzt hat er sich eingepisst, die Chetnik-Memme. Komm, ich meine jetzt mit seiner eigenen Waffe. Was? Ja, los, mach schon und dann nicht sie weg hier. Es wird mir echt zu gefährlich hier. Mach schon, los. Der Bosniake schießt, aber im noch immer verbogenen Lauf bleibt die Kugel stecken, zerfetzt das Metall und... Jetzt rennt er in Richtung Stadt, wo er schneller Deckung findet. Doktor Stolper, krabbelt kriecht den Häusern entgegen, deren Bewohner bis vor kurzem noch Ziel seiner heimtückischen Attacken waren. Endlich rettet er sich in einen Hauseingang. Er ist im Block C der Kurt-Winsumberg-Straße 56. Hier im dritten Stock wohnt die alte Sema Halilovic. Allein. Ihr Mann ist vor 16 Jahren bereits gestorben. Sema, mach auf! Die Gefahr in diesem Krieg droht immer aus Richtung der Höhe. Nie klopft der Feind offiziell an deine Tür. Und so öffnet die alte Sema haglos ihre Wohnungstür. Wer ist da? Keine Angst, es passiert dir nichts. Du musst mir nur einen kleinen Gefallen tun. Bist du das, Bock? Was machst du? Lass mich rein! Wenn die mich kriegen, geht's dir auch an den Kragen. Bock, dein Junge, was willst du denn hier? Bosche, Bosche, wo hast du dich denn versteckt? Komm sofort raus, du Lümmel. Kommst du raus? Stellungen. Er reißt sich das Kopftuch herunter und winkt damit. Leute! Ich bin einer von euch! Nicht schießen! Wer hat ihn denn erledigt? Na, seine eigenen Leute natürlich. Die lassen doch keine alte, durchgeknallte Bosnierin auf die Front zu rennen, egal was sie behauptet. So ging es jedenfalls zu Ende mit Bogdan. Mariana Agata blutet. Nichts Schlimmes. Sie ist beim über die Straße rennen gestolpert und hat sich das Knie aufgeschlagen.
Schlimmer ist, dass sie beim Sprint einen der beiden Wasserkanister verloren hat, da das Band gerissen ist, das beide zusammenhielt. Den einen bekam sie zu fassen, aber der andere liegt nun mitten auf der Straße und läuft aus. Es wäre tödlich zu versuchen, ihn zu holen. 2 Kilometer weit hat sie das Wasser schon geschleppt heute Morgen. Es sollte ihr und ihrer Familie für die nächsten 2 Tage reichen. Sie kämpft die aufsteigenden Tränen hinunter und atmet tief durch. Gerade nochmal gut gegangen. Ich könnte jetzt tot in meinem Blut da liegen, das anstelle des Wassers aus mir herausläuft. Die Sniper halten die Kreuzung unter Beschuss. Und so ist Mariana gezwungen, mit den übrigen Leuten, die sich hier verschanzt haben, in der Deckung auszuharren. Sie schließt die Augen und verreist. Bombardiert werden, müsste ich ihn aus dem 5. Stock die Treppe nach unten tragen. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, obwohl er seit der Belagerung erheblich an Gewicht verloren hat. Liliana ist ständig krank, geschwächt von der Mangelernährung, der Kälte. Sie hustet und geht auch nie aus dem Haus. Aus irgendwelchen Gründen halte ich das bisher viel besser durch. Erinnerst du dich, wie du als Kind immer geschrien hast, als ich dir die Kleider wechseln wollte? Du schriest und hast dich auf den Boden gewälzt. Und immer musste Mama kommen und dich umziehen. Weißt du noch? Ja, Papa, das erzählst du jedes Mal. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich mich wirklich daran erinnere oder es durch deine Erzählung nur glaube. Tja, wer weiß das schon. Mariana, mein Insuman Rapid ist fast alle. Du weißt, was das bedeutet. Ja, ich gehe zum Krankenhaus. Die haben bestimmt wieder Nachschub bekommen. Das glaube ich nicht. Diabetiker gehen denen doch am Arsch vorbei. Papa. Ja, die haben doch genug zu tun, die ganzen Verletzten wieder zusammenzuflicken. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Der stirbt uns doch sonst. Ich muss was tun. Mir fällt schon was ein. Maria, geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Dann soll es halt so sein. Papa, hör sofort auf! Maria schafft das schon! Ja, mir fällt schon was ein. Die Augen zum Himmel. Die Hände verkrampft. Am Tisch oder einander haltend. Verharren, in der Deckung einer Mauer, oder? In ewigen Kellern. Die Kälte in den Knochen. Ohren weit aufgerissen. Das Echo der Einschläge vervielfacht im Kessel des Tales. Sinne am Anschlag. Überlebenswütig. Alles erfassend. Muskeln gespannt, katzengleich. Zum nächsten Sprint bereit. Die Tiefe im Blick der anderen. Diese Flamme. Das Leben brennt zügellos, bevor es verweht. In sich versunken. Aus sich herausgelöst. Entfremdet dem Vorkriegs-Ich.
Dem Normalo. Dem Teenager. Der Mutter. Dem Elektriker. Dem Rentner. Wir sind alle Überlebenskünstler. Tote auf Abruf. Versuchskaninchen. Hochseilakrobaten. Ohne Seil. Netz. Ohne doppelten Boden. Die Augen geschlossen. Die Hände zum Himmel. Das Herz verkrampft. Ohnmächtige Posen. Gegen einen Gott, der längst das Gebäude verlassen hat. Ich kehrte nach Sarajevo zurück als Loser. Als Versehrter ohne ein deutliches Zeichen meiner Tapferkeit. Wie etwa ein verlorenes Bein. Glatter Durchschuss. Die ersten paar Wochen verkroch ich mich bei Mama. Ging nicht hinaus, sprach mit niemandem. Keiner wusste, was mir an der Front widerfahren war. Keiner sollte es wissen. Mihat war mein Freund. Von klein auf, wir teilten alles. Freude, Gebäck, Prügel. Problem war, wir teilten auch unseren Geschmack für Frauen. Mit 17 haben wir uns beide in Sahira verliebt. Sie ging in die Parallelklasse und war aus Visegrad nach Sarajevo gezogen. Nihat belagerte ihr Haus und erstürmte ihr Herz. Mit 20 haben sie geheiratet, die Jahre vergingen und ich liebte sie weiter. Obwohl sie die Frau meines besten Freundes war, ich konnte nicht anders. Dann kam der Krieg. Wir wurden beide an die Front nach Tschechia versetzt. Ich wurde verletzt. Was ist mit Nihat? Seit Wochen habe ich nichts gehört. Jetzt höre ich, du bist zurück. Du meldest dich nicht. Was ist los, Sascha? Was ist passiert? Ich weiß nicht, was in mich fuhr. Ich hörte mich reden. Ja, aber das war ein anderer, der sprach. Sahira. Nihat kommt nicht mehr. Er kommt nicht zurück. Er sagt, ich soll mich um dich kümmern. Soll seine kleine Sahira nicht im Stich lassen. Ich sah ihre Augen brechen. Diesen umfassenden Schmerz, der niemals enden würde. Und ab da glaubte ich selbst, was nie geschehen war, aber jeden Augenblick passieren konnte. Später wurden wir ein Paar. Und obwohl ihr Schmerz sie nie verließ, wärmten wir einander
und kamen uns nahe. Es waren gute Zeiten inmitten von Tod und Hunger und Zerstörung. Nina, komm in den Keller! Ja, geht schon mal vor. Ich komm gleich nach. Lippenstift geht leichter. Dann die Ohrringe. Man entwickelt eine Routine. Ich kann nicht ungeschminkt hinaus. Was ist, wenn du getötet wirst? Das Letzte, was man von mir sieht, ist diese ungepflegte Frau? Nein, das könnte ich nicht ertragen. Oder schlimmer noch, du wirst verwundet und musst zur Amputation. Dann liegst du da in der Klinik auf dem Gang notdürftig abgebunden. Dutzende Menschen laufen an dir vorüber und du siehst aus wie das Letzte. Man schiebt dich in den OP, der Chefarzt begrüßt dich. Das ist wahrscheinlich Dr. Tuslo, dieser atemberaubend gut aussehende Chirurg. Du siehst, wie er missbilligend an dir herunterblickt, bevor dich die Betäubung erlöst. Hoppla. Nein, nein, man muss jederzeit bereit sein, für alles. Für alles, Civielli! Ich kann immer noch nicht verstehen, wie uns das passieren konnte. Wir waren doch allzu viele Jahre lang. Nachbarn, Freunde, Familie. Bosnien war doch ein einziger Lohnarzt, ein Eintopf. Was macht es denn dafür einen Sinn, die Kartoffeln rauszufischen, das Fleisch, die Schoten und dann alles einzeln zu servieren? Ja, ja, die Osmanen, die Ustascher, Hitler und die Serben, die sich immer und überall verraten fühlten. Es wahrscheinlich auch waren. Aber unter Tito kämpfen wir doch zusammen gegen die Nazis. Und was soll der ganze Scheiß denn jetzt noch? Gibst du den Menschen die Angst, dann kommt der Hass bald nach. Gibst du diesem Hass ein Ziel, dann sind sie zu allem fähig. Wie Bluthunde, die du auf die Spur bringst. Am 5. April 1992 ließ Radovan Karadžić, der Präsident der neu gegründeten Republik Srpska, aus dem höher gelegenen Viertel Braca auf Friedensdemonstranten schießen, die zum Parlament marschierten. Es gab Tote und Verletzte. Ich höre die Schritte der Zerstörung. Die Stadt brennt wie Weihrauch in der Kirche. In dem Rauch sehe ich unser Gewissen. Zwischen bewaffneten Gruppen, bewaffneten Bäumen. Alles, was ich sehe, ist bewaffnet. Alles zeigt Armee, Kampf und Krieg. Karadžić, eigentlich Doktor der Medizin und tätig als Psychiater mit Fachgebiet Neurosen und Depressionen, schrieb in seiner Freizeit auch Gedichte wie dieses. Ich habe mich vom Guten abgewendet, brenne wie eine Zigarette auf meinen neurotischen Lippen. Von allen fertig gemacht, warte ich in der Morgendämmerung auf meine große Stunde. Endlich werde ich die Morgenbombe werfen und man wird nur noch das Lachen eines launischen, einsamen Mannes hören. In den ersten Apriltagen des Jahres 1992 hatten Verbände der von Serben geführten jugoslawischen Volksarmee auf den Höhenzügen um die Stadt hunderte Artilleriegeschütze, Panzer und Mörser in Stellung gebracht. Sarajevo war damit komplett von serbischen Truppen eingeschlossen. Ach, die Politik ist ein langweiliges, ein sehr langweiliges Geschäft. Wenn er das sagte, sahen seine ungläubigen, eher sanften Augen ins Nirgendwo. Und er strich sich durch die mächtige, in die Stirn geföhnte Haartolle. Ja, ich will wieder Lyrik schreiben. Aber es werden sehr traurige Gedichte sein. Denn ich leide, wenn ich all die frischen Gräber sehe. Aber der serbischen Seele wohnt ein so tief sitzender Humanismus inne, den man zur Not auch mit dem Schwert verteidigen muss. Nachdem der Belagerungsring um die Stadt geschlossen war, begannen die täglichen Angriffe mit Mörsergranaten sowie der Beschuss durch Scharfschützen. Diese Angriffe trafen unterschiedslos Zivilisten und Soldaten, Männer, Frauen, Kinder. Immer wenn ich zu melancholisch werde, dann schließe ich die Augen und fliege über ein Feld voller Blumen. Auch die schlimmsten Menschen sind immer nur Menschen.
schleicht durch die dunkle Stadt. Sein Schatten verschwindet mit dem Schatten der Häuser. Dragan räumt auf. Nach einem Angriff ist er der Erste, der erscheint, ohne Angst vor dem oft folgenden Zweitschlag. Dragan stiehlt Leichen. Frauenleichen, Mädchenleichen. Verschleppt sie in das Irgendwas einer Unterwelt. Was er mit ihnen anstellt, weiß man nicht. Warum hält ihn niemand davon ab? Niemand findet ihn. Niemand kann ihn stellen. Es heißt, er wohnt mit seiner Mutter in diesem Psychohaus am Ende der Ochritzker Straße. Im Niemandsland zwischen uns und den Chetniks. Da traut sich ja keiner hin. Die Chetniks erst recht nicht, die Schisser. Wahrscheinlich sitzt seine Mutter dort ausgestopft in einem Schaukelstuhl. Dragan kämpft wie ein Marine. Oder eher wie ein Ninja. Das heißt, er war früher Elitesoldat in der Volksarmee. Sein Vater war jedenfalls ein hochdekorierter General unter Tito. Dragan ist gleich desertiert, als seine serbischen Brüder mit den Angriffen auf die Stadt begannen. Ja, und jetzt kämpft er seinen eigenen Krieg gegen die Chetniks. Ich bin ihm mal begegnet. Nermina, du kannst nicht mehr kommen. Die Chetniks patrouillieren das gesamte Viertel. Wenn die sehen, dass ich dir Vorräte gebe, dann sind wir auch dran. Es tut mir leid. Zu Beginn der Belagerung habe ich mich oft nach Grbavica geschlichen. Aika gab mir Brot, Reis und anderes. Hier, nimm das. Warte hier in diesem Hof, bis es dunkel wird, ja? Geh erst dann los und komm nicht mehr her. Leb wohl. Ich wartete, wie Aika befohlen hatte. Aber der Mond hing wie ein silberner Teller am Himmel und ich musste manchmal aus den Schatten, um die Straße zu überqueren. Na, was haben wir denn da für ein Täubchen? Ausgeflogen, wie? Was treibst du hier? Schau mal eine an, eine Moslemratte. Olaf, Olaf! Oder auf der Suche nach einem richtigen Mann. Eure Alis und Kemals bringen es wohl nicht. Was? Ach, schau mal. Das Täubchen stiehlt unser Essen. Woher hast du das? Das müssen wir streng bestrafen. Woher hast du das? Das können wir dir nicht durchgehen lassen. Befehl von ganz oben. Bitte. Bitte lass mich. Ich möchte nach Hause. Natürlich kommst du nach Hause. Aber ein kleines Andenken geben wir dir schon mit auf den Weg. Nein! Fontäne schoss aus seinem Mund. Zum Henker. Komm, schnell weg. Er riss mich mit sich und brachte mich sicher über den Fluss. Aber es gab Mörserangriffe und so suchten wir Schutz in einer Hausruine. Bitte, ich habe einen Wunsch. Bitte zieh dich aus und leg dich einfach ganz still hin. Keine Sorge, ich tue dir nichts, nur ein paar Minuten. Ganz still liegen. Und dich nicht rühren, ganz still. Bombardement erstarb, brachte er mich nach Hause. Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres als das. Für mich ist er ein Held. Du hast es versprochen. Was heißt versprochen? Ich meine, das war doch eine andere Situation. Ach, red dich nicht raus, Levin. Ich red mich raus? Ja, du windest dich, du lavierst. Ich meine ja. Vorsicht! Mensch, pass doch auf. Leg jetzt nicht ab. Du hast mir auf Knien einen Antrag gemacht. Ja, schon, weiß ich ja. Aber was?
muss schnell rüber. Mensch, das war doch vor dem Krieg. Was hat denn der Krieg damit zu tun? Was hat denn der Krieg? Also, manchmal glaube ich, du willst es einfach nicht verstehen. Ja, da gibt's auch nichts zu verstehen. Wenn man sich liebt, dann liebt man sich fertig. Dann kann man auch heiraten, Krieg hin oder her. Achtung, runter! Aber du liebst mich wohl nicht mehr. Ich lieb dich nicht? Wie kommst du denn da drauf, Schatz? Ja. Welchen Deutungsspielraum lässt mir denn dein Verhalten, hm? Ach, Yasin. Oh, keine große Form beim Streiten. Yasin. Yasemin. Ich lieb dich wie am ersten Tag. Also noch viel mehr. Noch viel tiefer als am ersten Tag. Also wie jetzt? Noch viel tiefer. Und trotzdem willst du mich abservieren. Abservieren? Wer redet denn jetzt von abservieren? Oh Gott! Was? Die Schuhe! Die Schuhe! Ich muss doch zu Leila die Schuhe abholen, die sie mir versprochen hat. Ich kann mit diesen Treten ja unmöglich aus dem Haus gehen. Die sind doch ganz schön, deine Schuhe. Ach, du verstehst es nicht. Komm, wir müssen da jetzt noch hin. Was? Jetzt nach Bistrik? Bist du mit Schugge? Dann müssen wir doch über den Fluss. Ich bin nicht mit Schugge. Ich brauche meine Schuhe. Gut, gehen wir nach Bistrik. Dann schießen sie uns wenigstens gemeinsam über den Haufen. Also, zurück zum Thema. Wir können nicht heiraten. Ja, und warum nicht? Weil Krieg ist. Ja, das sagtest du bereits. Okay. Wie stellst du dir das vor? Hochzeit in Granatenhage. Sehr romantisch. Außerdem müssen erstmal alle Gäste heil zur Synagoge, geschweige denn zurück. Und was sollen wir essen? Steinharte UN-Kekse und obendrauf Corned Beef aus der Dose. Ach, sieh doch nicht immer alles so schwarz. Ich sehe nicht alles schwarz. Ich sehe nur der Realität ins Auge. Aber deine Mama hat doch gesagt, wenn es soweit ist, dann finden wir schon Mittel und Wege. Und du glaubst, nur weil wir Juden sind, kommen die Gäste in Panzerglaslimousinen angefahren. Und auf dem Festtisch steht ein 6-Gänge-Menü und Hektoliter weiße Champagner. Habibi, ich brauch's doch gar nicht so luxuriös. Hauptsache, wir heiraten. Eine schlichte Zeremonie ist alles, was ich mir wünsche. Na, da bin ich ja beruhigt. Und ich hab mir schon angefangen, Gedanken zu machen, ob wir lieber den Böf oder den Moet ordern sollen. Oder? Jetzt komm schon! Es ist ein ruhiger Tag. Diesig. Ein guter Tag, sich durch die Stadt zu bewegen. Zum Krankenhaus sind es 4 Kilometer, für die ich 3 Stunden brauche, wenn ich vorsichtig gehe. Wir haben Glück gehabt, ein glatter Durchschuss. Ich habe die Wunde desinfiziert und verbunden, aber Sie haben Blut verloren. Bleiben Sie bitte bis morgen hier, ja? Morgen? Das ist zu spät. Ich brauche das Insulin. Können Sie mir das Insulin geben? Sind Sie Diabetikerin? Mein Vater, bin ich hier im Kosovo? Sind Sie? Ich kann nachfragen, aber Sie wissen ja, wie knapp wir mit Medizin sind. Ich kann für nichts garantieren. Ja, ja, tun Sie das. Ich verstehe immer noch nicht, wie das passieren konnte. Ruhen Sie sich aus. Bleiben Sie liegen. Ja? Ich gehe gleich und frage Dr. Sukow. Versprechen Sie mir, bis morgen hier zu bleiben. Ja, ja. Insuman rapid, wenn es geht. Wie sich herausstellte, war ich schon einen Tag ohne Bewusstsein in der Klinik gelegen. Abends schlich ich mich hinaus. Es gab kein einziges Präparat im ganzen Krankenhaus. Kein einziges! Mariana, hast du das Insuman? Papa sieht nichts mehr! Ein Kreischen am Himmel. Ein dumpfer Aufprall. Der Boden bebt. Ich spüre es wie Elektrizität in meinen Wurzeln. Wieder und wieder und wieder. Die Menschen können in ihre Keller. Können Schutz suchen vor den Granaten. Ein Baum ist dazu verdammt zu stehen und auszuhalten. Was auch immer auf ihn zukommt. Die Luft brennt. Hitze eines nahen Einschlags versenkt meine Zweige. Und lässt das Wasser in meinem Xylem verdunsten. Jetzt rast ein Feuerstrahl durch meine Krone. Reißt Zweige und Äste mit sich. Und bohrt sich tosend in das gegenüberstehende Haus. Der Lärm ist unerträglich. Eine Wand, was heißt im Windschein vom Haus abzuprallen. Und mich gänzlich einzuhüllen. Mir schwinden die Sinne. Dann Stille.
Nacht in Attacke. Ein feiner Nieselregen legt sich um meinen wunden Körper. Umhüllt mich. Lindert den Schmerz. Meine Familie ist aus dem Keller gekommen. Sie schichten meine abgefetzten Äste und Zweige in Kisten und tragen sie ins Haus. Vater Haliocic betrachtet mein Zweigwerk und sagt: Das wird nichts mit der Ernte dieses Jahr. Die Knospen sind alle tot. Der Front waren nicht gut. Wir hielten unsere Stellungen nur unter großen Verlusten. Ich lebte in einem Zustand der dauerhaften Überreizung. Schizophren geworden, hoffte ich, Nihat wäre gefallen, während ich gleichzeitig für seine Unversehrtheit betete. Ich umschlang Sahira, um sie nie mehr loszulassen. Wohl wissend, dass mein Lügengebäude jederzeit zusammenbrechen könnte. Sie hingegen. Wir werden frei sein. Wir werden überleben. Nach dem Krieg gehen wir fort von hier, an einen Ort am Meer. Ich will mit dir glücklich sein. Du bist mein Glück, mein Ein und Alles. Während ich am Rande des völligen Zusammenbruchs stand, wurde sie immer stärker. Mit einer unglaublichen Willenskraft hielt sie alles zusammen. Wollte glauben, musste glauben, dass sich alles zum Guten fügen würde. Es war ein Sonntag im November, ein finsterer, nebliger Tag. Ich war gerade unterwegs auf der Suche nach irgendwas Brennbarem. Sahira bereitete aus Essig und Milchpulver eine unserer damals üblichen Mahlzeiten zu. Sahira! Sie hat sich eingeschlossen! Was ist los? Was ist mit Sahira? Warum wohnt sie bei dir? Sascha, sprich mit mir! Wir hatten gehört, du bist gefallen. Bruder, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht und Sahira erst. Keine Sorge, die wird sich beruhigen. Ich meine, das war jetzt alles zu viel, erst dein Tod und jetzt bist du wieder da. Hör auf mit dem Scheiß. Du hörst, ich bin gefallen und stiehlst mir die Frau? Wie lange hast du gewartet, hä? Ein Tag? Zwei Tage? Eine Woche? Du bist nicht mein Bruder, du bist eine miese kleine Verräterratte. Weißt du was? Du bist noch viel schlimmer als die Chetniks oben in den Bergen. Von denen weiß man wenigstens, was man zu erwarten hat, aber von dir, Bruder! Ja, du verstehst nicht, das ist einfach so passiert. Ah. Wir waren glücklich hier, ohne dich. Trotz Krieg und Hunger und allem. Wir waren glücklich. Dinge passieren, ich meine, ich habe sie doch auch immer geliebt. Ich habe sie beschützt und ernährt, während du da draußen an der Front warst. Hau ab! Das ist das Beste für Sahira! Für meine Sahira! Uns geht es! Prima hier, wir können weinen, manchmal sogar vor Glück. Uns geht es prima hier, mit unseren Tränen würzen wir das Blut. Wir haben Strom fast jeden dritten Tag und bleiben dann voller dem Blick daheim. Wir können weinen, manchmal sogar verrückt. Uns geht es lieber hier, mit unseren Tränen würzen wir das Blut.
Stillstands, in der du spürst, wie das Nikotin seine Wirkung entfaltet. Du atmest aus. Jetzt bist du bereit. Ich bin kein Killer. Mich treibt keine Mordlust. Aber ich weiß, dass es getan werden muss. Wie ein Jäger, der den Wildbestand kontrolliert, sorgfältig auswählt, welche Tiere er erlegt, damit die Population nicht aus dem Ruder läuft. Jedoch muss ich gestehen, dass mich mein Schaffen, wie soll ich sagen, ja, sehr glücklich macht. Eine Jagd ist wie ein Kunstwerk, eine Performance, ein gemeinsames Projekt zwischen Jäger und Gejagtem. Und je geschickter der Gejagte, desto reizvoller die Jagd. Der erste Schuss ist die Eröffnung. Hallo, hier bin ich. Was würde es für einen Sinn machen, beim ersten Schuss zu treffen? Dann lasse ich ihm ein paar Sekunden, um sich eine Strategie zu überlegen. Weicht er zurück oder prescht er vor? Welche Deckung versucht er zu erreichen? Kann ich es antizipieren und ihm den Weg abschneiden? Manche bleiben einfach stehen, paralysiert wie ein Hase im Fernlicht. Sie wollen einfach nicht mitspielen. Das sind die Langweiligen. Die lasse ich meistens gehen oder zerschieße ihnen die Kniescheibe. Nicht zu unterschätzen ist auch die kurze Zeitspanne, die einem oft für eine Jagd bleibt. Sobald der Gegner deinen Standort lokalisiert hat, wird es schnell ungemütlich. Dann dreht sich das Ganze und aus dem Jäger wird ein Gejagter. Oft spielen sie fair und hetzen nur ihre Sniper auf mich. Dann verlege ich oft meinen Standort, suche mir zum Beispiel eine Wohnung in einem anderen Geschoss, in der ich auch nur kurz bleibe. Man muss dann immer in Bewegung sein, sonst nehmen sie dich in die Mangel. Manchmal aber decken sie einen einfach mit Granaten ein, dann heißt es schnell raus und es weitersuchen. Ich kann auch nicht immer so agieren, wie ich möchte. Meine Vorgesetzten wollen Erfolge. Sie wollen hohe Fallzahlen. Manchmal erfülle ich ihnen diesen Wunsch. Man sucht sich dann am besten irgendeine große Menschenmenge, in die man wild ballert. Das ist primitiv und unbefriedigend. Dann haben wir noch bestimmte Regeln. Die Männer werden am besten nur schwer verletzt. Ja, dann können sie nicht mehr kämpfen, werden gepflegt und fallen allen zur Last. Ihre Frauen, vor allem die Jungen, Schönen, die töten wir. Das schwächt die Moral und lässt die Männer rasend werden. Sie stürzen sich dann blindlings in den Kampf und sind leichte Beute. Wenn ich eine Mutter mit Kind sehe, erschieße ich nur das Kind. Eine Kugel gespart und beide getötet. Musik
Professor Iru geht durch die Stadt. Er rennt nicht, läuft nicht zickzack. Kann er sowieso nicht mit seiner kaputten Hüfte. Außerdem sieht er es nicht ein, sich von den Serben jagen zu lassen. Er fällt nicht auf in seinem braun-grauen Anzug, mit seinem grauen Gesicht. Die perfekte Großstadt-Kamouflage. Als der Krieg losbrach, war ich froh, dass Daria schon tot war. Ich hätte die Angst um sie jeden Tag nicht ausgehalten. Schon um mich selbst zu kümmern überforderte mich. Eduardo! Hey, Edu! Hier bin ich! 25. Mai 1952. Tag der Jugend und die Feier von Marschall Titos Geburtstag. 12.000 jugoslawische Jugendliche bewältigen den alljährlichen Stafettenlauf zu Ehren ihres Präsidenten. Daria! Edu, hier bin ich! Hab ich dich! Habt ihr eurem geliebten Staatsoberhaupt ein ordentliches Ständchen gesungen? Sei nicht so frech, er ist auch dein Staatsoberhaupt. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Allerdings gebe ich zu, wir hätten es auch weitaus schlimmer treffen können. Wenn ich mir vorstelle, dass ein gewisser Georgier unsere Geschicke lenken würde, dann lobe ich mir doch unseren Josef. Auch wenn das den ganzen freien Geistern in seinen Gefängnissen nicht weiterhilft. Psst, dein loses Mundwerk bringt dich nochmal in ernsthafte Schwierigkeiten. Ich werde mich bessern, ich schwöre es dir. Schwör besser nicht, was du nicht halten kannst, du ungezogener Junge, du. Du ungezogener Junge, du. Hast schon wieder vergessen, mir das Mangalitzermast vom Markt zu kaufen. Wie soll ich denn jetzt meine Schmorpfanne machen? Sie bestand auf das Schmalz vom Mangalitzerschwein. Zu Recht, Daria machte die besten Schmorpfannen in ganz Bosnien. Manchmal stand die Pfanne fast einen ganzen Tag auf dem Herd, bis die vielfältigen Aromen der Kräuter und Wurzeln zur Gänze in das Fleisch eingezogen waren und das Ragout so zart, dass es auf der Zunge schmolz. Ihr wäre sogar im Krieg jeden Tag ein köstliches Gericht gelungen. So viel ist sicher. Heute waren die Angriffe wieder besonders massiv. Ich laufe dennoch weiter, laufe und laufe und mir wird bewusst, dass ich mich auf dem Weg zur Markthalle befinde, um Daria viele Jahre zu spät das gewünschte ungarische Schmalz zu kaufen. Doch als ich ankomme, ist der Tod schon da. Am Mittag des 5. Februars 1994 detoniert ein einzelnes 120 mm Mörsergeschoss auf dem Markthalleplatz im Zentrum Sarajevos. Dabei sterben 68 Zivilisten, 144 weitere werden verletzt. Nur wenige Menschen kommen in den Genuss zu erfahren, wo die Grenzen sind. Zu wissen, was man ertragen kann, ohne zu zerspringen oder zu implodieren. Das ist der einzige Vorteil, wenn man Opfer ist. Das ist dein Lohn, wenn du überlebst. Auf dieses Wissen kannst du dich verlassen. Wegzubeamen. Aus der Stadt, aus Bosnien, wenn möglich aus diesem ganzen verkackten Drecksuniversum. Schauplatz war eine ehemalige Spelunke in der Zeleni Beretki. Längst geschlossen. Die Stockwerke oben drüber ein Opfer der Mörsergranaten. Aber die Bar war intakt. Gab uns ein wohliges Gefühl. Fast wie im Frieden. Timur spielte den Barkeeper mit Hingabe. Wir hatten Kerzen und einen kleinen, batteriebetriebenen Kassettenspieler, um unsere wunden bosnischen Seelen mit sentimentalen Liedern zu ölen. Hey! Hier ist immer alles! Ja! Und ja. Sag mal, warst du nicht mal so eine von Zirkus verschossen zu den Seiltänzer? Oh, na, lass gut sein, Leo. Alte Geschichten sollen mal
weil ihr Vater ihm angedroht hat, er kommt mit seinen ganzen schweren Jungs, Gewichthebern, Löwenbändigern und prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib, wenn er sie noch einmal gemeinsam sieht. Ach, soll er noch kommen? Ich nehm's mit der ganzen Bagage auf. Wenn man wirklich liegt, kann man nicht feige sein. Recht hast du auf die Liebe, auf die Frauen. Ah! Ich trinke auf die Feigheit. Die hat schon manchem das Leben gerettet. Du bist so ein Langweiler, Arne. Kein Wunder, dass deine WK Blut in dir. Lieber Langweiler als blutiger Mannschaft im Trottoir. Ja, das ist genau. Da kommt es einfach mal in eine. Ja, mal ordentlich. Was ist das hier? Eine Trauerfeier? Ich habe gehört, hier wird ordentlich getrunken und gefeiert. Ja, klopf nicht so. Schenk mir lieber einen ein. Nacht war für die Liebe, nicht für den Tod. Wir waren unverwundbar. Wenn ich wüsste, dass du mir noch gehorchst, dann würde ich dir das verbieten, Mariana. Ach, Papa, mach dir keine Sorgen. Ich komm schon zurecht. Das Medikament zu besorgen, war durch den Tunnel aus der Stadt zu kommen. Der Tunnel unter dem Flughafen, benutzbar seit dem Sommer 1993, hatte eine Länge von 800 Metern und war im Durchschnitt 1,5 Meter hoch und 1 Meter breit. Er verband die Stadt mit einem nicht belagerten Vorort und war für die Eingeschlossenen die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die schweren Taschen wagen die Reste unseres Familienvermögens. Tafelsilber, ein paar Stücke wertvolles Porzellangeschirr, sorgfältig in Geschirrtücher gewickelt. Und natürlich Mamas Goldschmuck. Nur den Ehering hatte mein Vater behalten. Wir waren eine Gruppe von vielleicht 30 Leuten. Viele Alte und Kinder. Zwei trugen eine Liege mit einem verletzten Soldaten. Ich duckte mich als eine der Ersten in den engen Tunnel. Das Wasser stand mir schnell bis zu den Oberschenkeln. Es lief die engen Wände hinunter. Man meinte, Wasser zu atmen, so stickig war die Luft. Links neben dem Kopf verlief ein Stromkabel. Die Vorstellung, beide Beine im Wasser an das Kabel zu kommen, war beängstigend. Hey, Deda, beweg dich, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin kein Deda. Na, sowas? Na dann, hopp, Mädel, weiter. Ist ja gut, ich gehe ja schon, sobald ich mein Bein wieder aus dem Schlamm befreit habe. Einer Ewigkeit kamen wir am anderen Ende an. Der südliche Tunnelausgang lag unter einem kleinen Hügel auf freiem Feld. Sofort nachdem wir die Deckung verließen, detonierten bereits die ersten Granaten. Behalte die Ruhe. Wir müssen es nur da drüben zum Waldrand schaffen. Los, immer zwei bis drei zusammen und kümmert euch um die Alten. Die Chetniks feuerten ohne Pause. Sei Dank waren ihre Stellungen nicht so nah und sie schossen aufs Geratewohl. Auch beim Aufstieg im Wald landeten noch Granaten in unserer Nähe. Dann erreichten wir die Spitze des Hügels. Hier ist kein Bus. Hier ist nichts.
Nehat verband mich nichts mehr. Er zeigte überhaupt kein Verständnis für meine Situation. Ich meine, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn er sie damals nicht so bestürmt hätte. Immerhin hat sich Sahira doch jetzt klar für mich entschieden, nicht wahr? Doch meine Angst, sie wieder zu verlieren, stieg ins Unermessliche. Ich musste etwas tun. Konnte nicht einfach abwarten. Warten, wie ich sonst immer warte, bis sich die Dinge schon regeln. Ja, das ist überhaupt so ein Fehler von mir. Alles, was da kommt, so über mich ergehen zu lassen. Diesmal musste ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Sahira, was du da gesehen hast, diese Gestalt, das war nicht Nehat. Weißt du, was uns die Mütter immer erzählt haben, als wir klein waren? Dass es Wesen gibt, die kommen in Menschengestalt. Sie kommen zu den Hinterbliebenen, um ihnen die Seelen zu rauben. Wenn man sie dann einlässt, wenn man sie in sein Herz lässt, dann ist man verloren. Du musst mir glauben, Sahira, das ist nicht Nehat. Auch wenn es so schön gewesen wäre, es ist nicht Nehat, er kommt nicht mehr. Lass diesen Teufel nicht in dein Herz. Was ist nur geschehen mit uns? Wieso hast du mich vergessen? Wie konnte ich dich verlieren? Schau mich an. Ich bin es doch, dein Nehat. Was ist mit dir? Bist du krank? Du schaust durch mich hindurch, als wäre ich ein Geist. Du fängst mich nicht, Trigoy. Mein Nehat ist gestorben. Und es gibt nichts, was du sagen, nichts, was du tun kannst. Er kommt nicht mehr zurück. Mein Herz ist schon gebrochen. Und du, verschwinde in die Hölle, aus der du gekrochen kannst! Ja, ich kam aus der Hölle. Und kriechen mussten wir auch in unseren Stellungen die meiste Zeit, eingegraben im Schlamm. Die Höllenfeuer loderten, wenn die Granaten kamen. Viele meiner Kameraden wurden von ihnen zerfetzt, wenn sie Glück hatten. Die weniger Glücklichen wurden von den Teufeln auf der anderen Seite aufgespießt. Bei lebendigem Leibe gegrillt, die Haut wurde ihm vom Körper gerissen. Ja, das ist die Hölle, in die du mich schickst. Und ich gehorche und ich kehre zurück. Nur eins noch, Sahira. Weine nicht ein zweites Mal, wenn du hörst, dein Herz sei gefallen. Diese Tränen hast du schon vergossen. Verlassen hatte. Seine Kameraden erzählten, er hätte sich einem drohenden Angriff der Serben allein entgegengestellt, deren Einheit überraschend attackiert und vollständig aufgerieben. Vermutlich hat er damit seinem ganzen Trupp das Leben gerettet. Wurde ein Held und sein Gedenken währt für alle Zeit. Die Stadt verschwindet vor meinen Augen. Sie wird mir fremd. Das Schlimmste sind nicht etwa die Wunden, die der Krieg schlägt. Das Schlimmste ist, dass es die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, mein ganzes Leben lang gelebt habe, nicht mehr gibt. Sie ist Geschichte. Die Stadt, durch die ich nun gehe, mag jener ähneln, aber sie ist es nicht. Wie Lichtbilder desselben Motivs, die man übereinander legt. Dem unvoreingenommenen Betrachter stellen sich keine Unterschiede dar. Aber für den Betroffenen ändert sich die Welt. Mag sein, dass es mein Blick ist, der die Stadt verändert. Mag sein, dass jeder seine Lichtbilder benutzt. Doch das Sarajevo meiner Kindheit ist zur Erinnerung geronnen. Wie alles Vergangene, Verlorene
liebe ich es umso mehr. Um es mit Proust zu sagen. Die wahren Paradiese sind die, die man verloren hat. Ah! Jemote, Slavko, du serbische Latte! Ich reiß dir die Eier ab und stopf dir ins Maul! Ja, komm doch her, Balija, du dreckiger Musulmane! Seit Tito die Volksrepublik Jugoslawien führte, gab es keine Unterschiede mehr zwischen Serben, Bosniern und Kroaten, zwischen Orthodoxen, Juden, Muslimen. Wir waren alle ein großes, glückliches Volk. Ende der Geschichte. Immerhin überließ man es uns Kindern, die Konflikte der Vergangenheit wie auch der Zukunft untereinander auszutragen. Ja, komm nachher! Mit deinen Lahmhaxen kriegst du mich niemals! Da hat er recht. Ich war nie so der Sprinter. Mein Gedanke war immer, wenn ich es langsam angehe, halte ich länger durch. Jetzt halte ich schon so lange durch. War es es wert, so lange durchzuhalten? Nur meine Frau zu begraben. Nur diesen Krieg zu erleben. Ihn über mich ergehen lassen zu müssen. Wäre ich nicht glücklicher gewesen, wenn ich diesem Rotzlöffel hinterhergerannt wäre und ihn ordentlich vermöbelt hätte? Schau mal, was für eine wunderbare Sternennacht die Serben uns bescheren. Wie berstende Kometen, die in der Stadt aufgehen. Eine gewisse morbide Schönheit kann man dem Spektakel nicht absprechen. Was meinst du? Ach, Ade, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob du ein größerer Romantiker oder ein Zyniker bist. Keins von beiden. Ich habe zu viel erlebt, um Romantiker und zu viel überlebt, um Zyniker zu sein. Was hast du mir nur angetan? Ich hatte mich so schön eingerichtet. Keine Verantwortung, keine Sorgen, keine Angst. Die hat sich im Krieg verabschiedet. Aber jetzt, wo du da bist, ist auch die Angst wieder da. Versprich mir nicht zu sterben, ja? Ich würde das nicht überleben. Adam, ich bin jetzt hier. Wir haben uns gefunden, also bin ich immer da, was auch passiert. Das kann uns niemand nehmen. Ja, du bist hier. Ich sehe dich, kann dich anfassen. Das ist es doch, was zählt. Das soll immer so sein. Fang nicht schon jetzt an, dich zu verabschieden. Oh, Jen, ich tu mein Bestes, ja? Versprich mir. Also doch, Romantiker? Ja, vielleicht doch ein Romantiker. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching. Every move you make, every vow you break, every smile you make.
I'll be watching you. Every move you make, every vow you break, every smile you fake. I'll be watching you. Nach 2 Stunden kam der erste Bus an. Der verletzte Soldat wurde hineingehoben. Dann kamen die Familien mit kleinen Kindern und die völlig entkräfteten Alten. Das war's. Der Bus war voll. Hier habt ihr ein paar Decken. Der nächste Bus kommt gleich. Weitere 4 Stunden in der Eiseskälte. Der zweite Bus. Endlich. Wir steigen ein. Der Bus fährt ohne Licht die schmalen Serpentinen entlang, da er sonst ein leichtes Ziel für Beschuss wäre. Plötzlich eine Straßensperre. Papiere! Hey, du da? Komm mal her. Komm her! Die paramilitärischen Einheiten des kroatischen Verteidigungsrates HVO verteidigten die kroatischen Gebiete in Bosnien gegen die Serben. Obwohl anfangs Verbündete, kam es immer mehr zu Kampfhandlungen zwischen den kroatischen Verbänden und der bosnischen Armee. Zivilisten wurden von der HVO oft als Freiwild betrachtet. Papiere! Ich hatte nur eine Chance. Du musst in die Offensive gehen, sagte ich mir. Ich selbst Kroatin bin, kam mir nun zugute. Weißt du nicht, wen du vor dir hast? Weißt du nicht, wer Marjana Agata ist? Keine Ahnung, wer soll das sein? Los, hol mir deinen Vorgesetzten sofort. Das gibt Ärger für dich. Hey, ist ja gut, ist ja gut. Los, weiterfahren. Halt! Dann bring das Mädchen her, sofort. Sie fährt mit. Hey, bring mal die Kleine her. Wir fuhren weiter. Mein Sitz klapperte unaufhörlich. Nach einer Weile merkte ich, dass es mein Zittern war. Ich zitterte, als ob ich einen Presslufthammer bedienen würde. Danach lief alles glatt. Ich bekam das Medikament und brachte auch noch ein paar Kilo Lebensmittel mit. Auf dem Rückweg schien eine fahle Wintersonne gnädig auf uns herab. Selbst der Weg durch den Tunnel war nun fast ein Spaziergang, zumal die Bombardierungen abgeflaut waren. Papa, ich bin wieder zu Hause. Marjana. Sie haben es mir eingepflanzt. Dieses Etwas. Und es wächst. Unaufhaltsam. Unabwendbar. Unzählige Väter hat es. Hätte es von jedem dieser Väter einen Kopf, es hätte Dutzende Köpfe. Eine Hydra, die sich ihren Weg aus meinem Leib bahnt. Der Feind in meinem Bauch. Wie oft wollte ich es töten? Ich weiß nicht, warum ich es nicht kann. Aber vielleicht muss es auch erst heraus. Und wenn es seinen ersten Atemzug nehmen will, dann wickle ich die Nabelschnur um seinen Hals und schicke es in den Abgrund zurück, aus dem es kam.
Aber vielleicht muss ich es auch lieben. Ist das nicht das Schlimmste? Den Teufel, den sie mir hineingezwungen haben, lieben müssen, annehmen müssen und nicht einmal in den Genuss dieser einen kleinen Rache zu kommen, ihren Plan zunichte zu machen, ihre Drecksherrenrasse weiter zu verbreiten. Ein Pfeifen über dir. Du erstarrst. Dann weiter unten in der Stadt der Einschlag. Erst Rauch, dann Flammen. Dann die Sirenen. Die Sirenen der Ambulanz, der Feuerwehr. Je mehr Sirenen, desto größer der Verlust an Menschen. Der Verlust an Architektur, Geschichte, Erinnerung. Und dann diese Stille. Diese unerträgliche, bleierne Stille. Kein Vogel zu hören, kein Mensch, kein Auto. Nur in der Luft die unbarmherzige Gewissheit, dass wieder gestorben wurde. Der Übergang vom Leben zum Tod, dieses Mysterium. Ein geliebter Mensch wird zum Körper, zum Fleisch, zu etwas völlig Fremdem. Du möchtest ihn halten, für immer festhalten. Und gleichzeitig schaudert es über dich, weil er schon fort ist. Nur noch eine leere Hülle. Was, wenn da draußen nichts mehr ist? Nur dieser Kessel, in dem wir langsam vor uns hingaren, bis uns das Fleisch von den Knochen fällt. Drumherum die Serben, die uns immer in unserer Brühe umrühren und ab und zu vorzeitig einen rausfischen, um ihn abzunagen. Und drumherum keine Welt. Niemand, der uns zu Hilfe kommen könnte. Hätte ich doch bloß auf meine Schwester gehört. Sie ist mit dem Bus nach Deutschland, hat die Kinder gepackt, als es noch ging. Und ich habe sie ausgelacht, sie beschimpft, dass sie uns verrät und dass sich alles schon wieder einbringt. Wir bereuen ja im Leben meistens die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die, die wir getan haben. Ich bereue alles. Das, was ich getan habe und das, was ich gelassen habe. Die Zeit schmilzt uns vom Leib wie Butter. Fließt uns die Beine hinab bis in die Miljatka. Obwohl sie als Fettauge von der Strömung nach Westen gespült wird. Entkernt, entblößt, entledigt von allem Blunder. Geworfen auf das unteilbare Menschsein. Dank dir, großer Karadzic! Devla zog zu mir. Wir erlebten rauschhafte Wochen mit Träumen und Plänen. Alles schien auf einmal möglich. Schau mal, was ich gefunden habe. Oh, Kürbiskerne, ich lieb's. Die waren ganz unten in der Schreibtischschublade. Frag dich, wie alt die sind. Oh, wir werden sterben. Mein armes, unterernährtes Hühnchen. Was gebe ich drum, wenn ich es nicht mal so richtig mästen könnte? Ja, ja, das hättest du wohl gerne, ja? So ein dralles Vollweib mit richtig viel zum Anfassen, ja? Also ich stehe auf so Hungerhaken wie dich. Ich bin nur besorgt um deine Gesundheit. Oh, was habe ich nur für ein Glück? Ja, das stimmt. Was hast du nur für ein Glück, mich getroffen zu haben? Du bist so eingebildet, weißt du das? Woher kommt das eigentlich? Hast du immer die Frauen ins Bett gekriegt, die du wolltest? Im Gegenteil. Bei denen ich wollte, hat es nie geklappt. Also bis jetzt. Aber stimmt, ich hatte immer irgendwelche Frauen im Bett. Weiß der Teufel, wo die herkamen? Du bist so ein Posen, ne? Ein was? Ein Posener. Nie gehört. Jemand, der sich aufblustert, posiert. Du meinst ein Poser? Nein, ich meine Posener. Da müsste ich ja aus Posen kommen. Süß. Oh, du bist schrecklich, weißt du, du musst immer das letzte Wort. Ich weiß, ganz schlimm, ich alter Posener. Übrigens, Darko hat gerade durchgeklingelt, als du noch schliefst. In der Vase Mistkinder gibt's Brot. Ich wollte gleich mal rüberlaufen. Oh, nee, lass nur. Ich brauche eh ein bisschen frische Luft und Bewegung. Sicher? Sicher. Ich wäre sonst gegangen, bin ja schon angezogen. Warte. So schnell geht das bei mir. Vergiss nicht, Zähne zu putzen. Ja, da, da. Mua, strabo, Milien. Pass auf dich auf. Thank you.
Meine Füße führen ein Eigenleben. Sie bewahren mich stets vor Tod und Verletzung. Führen mich am Ende an Orte der Vernichtung. So finde ich mich selbst erneut am Ort eines Einschlags. Laufe vorbei an Körpern, die nicht mehr sind, wie Körper sein sollen. Verdreht, unvollständig. Das Innere nach außen gekehrt. Mein Blick bleibt einer jungen Frau in einem schönen gelben Kleid hängen, die wie unversehrt auf dem Pflaster liegt. Ich knie vor ihr nieder. Sie lächelt. Es ist kein Zeichen von Leben in ihr. Sie hat es überstanden. Lebe ich noch? Was sind die Kriterien? Ich esse, ich schlafe, ich scheiße, ich atme. Ja, verdammt. Vermutlich lebe ich noch. Aber es fühlt sich nicht so an. Wenn man so lichterloh brannte wie wir, wie Devla und ich, dann ist alles, was danach kommt, nur ein fahles Abziehbild des echten Lebens. Ein verblasstes Plakat deiner Lieblingsband, das seit Jahren unter der Brücke klebt und stetig weniger wird. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich merke es an Ihren Blicken. Sie stehen um mich herum. Mit Ihren Kisten. Dabei gibt es nichts zu ernten. Ich bin nutzlos geworden. Habe mich auf meinen Kern zurückgezogen. Um zu überleben. Neue Kraft zu sammeln. So danken Sie es mir. Meine verkrüppelten Äste strecken sich dem Himmel entgegen. Einmal die Wolken zerteilen. Einmal wenigstens noch den kräftigen Nordwind spüren. Wie er mich durchschüttelt und mir einen überflüssigen Ballast abnimmt. Sie müssen wissen, wie das schmerzt. Sie müssten wissen, wie es sich anfühlt. Bei lebendigem Leib zerteilt zu werden. Sie sollten es wissen, denn es wird Ihnen auch so ergehen. Nun sind Sie fertig. Ich bin feinsäuberlich zerlegt. Und in Kisten sortiert. In die einen das dünne Zweigwerk zum Anfeuern. Dann die etwas kräftigeren Zweige. Dann die Äste geviertelt. Das beste Brennholz. Nun komme ich doch noch in den schützenden Keller. Werde gelagert, um Ihnen einen letzten Dienst zu erweisen. Um Sie zu wärmen in den tödlichen Eisnächten dieses ewigen Krieges. Nein, dann stecke ich dir den Ring an und spreche die Trauformel. Der Rabbi liest den Ehevertrag, wir unterschreiben ihn. Oh Gott, das dauert ja ewig. Genau, und das ist dann der Moment, wo wir uns küssen dürfen. Na, endlich. Ja, und dann kommen die Segenssprüche. Wir teilen wieder den Wein. Danach bin ich wahrscheinlich volltrunken. Ich zertrete das Glas, die Gäste beglückwünschen uns. Und dann wird endlich gefeiert? Ja, genau. Und jetzt geh wieder. Wir sehen uns ja gleich. Noch einen Kuss? Na, Vorsicht, dein Make-up. Waterproof. Jetzt geh schon. Mir schon ganz schlecht vor Hunger. Ich hab dich lieb. Wenig los in der Stadt. Mein Blick, verstärkt durch das 370 mm Zielfernrohr, wandert durch die Straßen.
Ich nehme eine Hochzeitsgesellschaft ins Visier. Sind das Juden? Ja, die heiraten auf dem Freien. Gut für mich. Reizvolle Aufgabe. Wie nehme ich mir vor? Bräutigam? Braut? Das Blut auf dem weißen Hochzeitskleid, das würde sich toll ausmachen. Wie rote Blumen, die im Zeitraffer wachsen. Ein vollendetes Meisterwerk. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man im Krieg heiratet. Ich meine, warum bindet man sich, wenn es jeden Tag vorbei sein kann? Elvira und ich haben in den Bergen geheiratet. Im Dorf meiner Großeltern in Mazedonien. Eine ewige Anreise war das. Aber Baka und Dera waren damals schon ziemlich klapprig. Sind wir eben alle hin. Die ganze Bagage. In Kolonnen. 6 uralte Jugos, 2 noch ältere Benz und ein Daihatsu. Oder Subaru. Jedenfalls knallrot, der Pickup von meinem Onkel. Hinten drauf die ganze Kinderschar. 3 Jungs, 5 Mädchen. Da war Marschall Tito erst 3 Jahre tot und die Welt noch in Ordnung. Naja, halbwegs. Du bist mir zugesprochen nach dem Glauben von Moses und Israel. Elvira war damals schwanger, im 5. Monat mit Maya. Sie kotzte und schimpfte die ganze holprige Fahrt lang. Sie sah das gar nicht ein, dass wir uns diese Tortur antun mussten. Aber als wir dann oben in den Bergen waren, da fand sie es doch auch ganz schön. Bei uns geht es ein bisschen rauer zu als bei den Juden. Das ist eher so wie so ein derbes, bäuerliches Theaterstück. Da wird um die Braut gefeilscht und gestritten. Es wird ganz viel Geld in Strümpfe gepackt. Es wird gesoffen und getanzt noch Stunden vor der Trauung. Elvi hatte ihren Spaß, obwohl sie nüchtern bleiben musste. Nächstes Jahr in Jerusalem! Was ist das? Für einen kurzen, ewigen Augenblick. Dein Gott, der dich richtet. Der scheiß Baldachin verdeckt mir die Sicht auf das Brautpaar. Natürlich könnte ich blind schießen und würde sie erwischen, aber das ist primitiv. Ich schieße niemals blind. Jeder Schuss ist der Versuch, ein Kunstwerk zu erschaffen. In seiner Präzision und Auswirkung einzigartig. Nermina war die schönste Leiche, die das belagerte Sarajevo je sah. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Eines Tages war sie ganz gegen ihre Gewohnheit am südlichen Ufer der Miljatska unterwegs. In ihrem besten Mantel, ihrem besten Kleid. Sie hätte auch zu einer Gala ins Nationaltheater gehen können. Und zwar zu Friedenszeiten. Nur die Wasserkanister enthüllten ihr eigentliches Ziel, die Brauerei. Sie kreuzte die Konak. Dann würde sie links abbiegen und wäre eingetroffen. Normalerweise wäre Bila, ihr Mann, diesen gefährlichen Weg gegangen, das Wasser zu holen. Aber ihn hatte eine Lungenentzündung niedergestreckt. Nermina war schon über die Straße, als sie einen Augenblick zögerte. Als hätte sie einen fernen Ruf vernommen. Wer weiß? Vielleicht war es der Tod selbst, der sie rief. Sie blickte hangwärts. Dorthin, wo unsichtbar Tod und Verderben lauerten, und gab so ihrem unbekannten Mörder Zeit, in Ruhe anzulegen, zu zielen und sie mitten ins Herz zu treffen. Nermina sank zu Boden und schon im Fallen verließ sie ihren Körper. Die Sanitäter, die sie Minuten später von der Straße wagen, berichteten,
hatten noch nie eine so glückliche Tote gesehen. Nermina lag wie schlafend. Allein sie schlief den ewigen Schlaf. Man fand Professor Edo in seiner Wohnung im Stadtteil Marienburg. An seinem Küchentisch sitzend. Vor ihm eine nicht ausgetrunkene Tasse Kaffee. Er war einfach nicht mehr hinausgegangen. Er blieb sitzen. 3 Tage und 3 Nächte. Wartete, bis das Leben ihn verließ. Edo hatte alles gesehen. Er hatte genug gesehen. Was er sah, reichte ihm. Do.